Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wins and Fails. Heute am Start mit Spotlight Girl. Ja, momentan reite ich sie wieder echt gerne. Und ich muss mal gucken, dass ich mir mal so eine kleine Art Rotation aufstelle, welches Pferd ich wann wie in Wins and Fails reite. Einfach damit jedes Pferd auch mal drankommt. Ich muss mal gucken. So, wir sind unterwegs in Moorland, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Und das Rennen startet jetzt gleich direkt. Ich bin in Champi Gruppe 1. Ich hoffe mal, ich werde nicht in Grund und Boden geritten hier. Für mich ist aber einfach zum Beispiel an dem Araber egal, ob der alte oder der neue. Für mich ist ein Riesenvorteil an diesem Pferd, dass der unheimlich schmal ist. Das war für mich auch so eine Hoffnung bei dem Mavari, weil das Mavari ist ja auch sehr, sehr schmal vom Modell her. Aber ich muss ehrlich sagen, das reite ich nicht ganz so gerne in den Championaten. Die Araber reite ich gerne. Auch die neuen könnte ich ja nochmal machen. Ich könnte auch nochmal Summer Love im Championat reiten. Aber Summer Love klingt auch irgendwie so nach Sommer. Und ja, ich habe, glaube ich, keinen rosanen Pullover. Und irgendwie stehe ich total bei dem Palomino auf rosa. I don't know. Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken. Aber shit. Aber da hätte ich auf jeden Fall auch nochmal Lust drauf, das neue Araber-Modell im Champi zu reiten. So, hier läuft es jetzt aber gerade ziemlich gut, muss ich sagen. Ich bin hier auch diesmal ohne gröberen Schnitzer durchgekommen. Gerade eben ein bisschen weggedriftet, aber das ging eigentlich noch. Es hätte extremer sein können. Ich weiß gar nicht, kann ich da durch den Heuballen durchreiten oder geht das nicht? Ich weiß es nicht. Ich reite hier jetzt mal außen rum. Ah ja, das sollte eigentlich hinhauen. Und es hat hingehauen. Jawohl, ja, wunderbar. Das war der erste Platz. Schön, freut mich. Juhu. Und ganz besonders herzliche Glückwünsche hier noch auf der 3, die Christine Silver Thunder, und auf der 2, Cecilia X Blanket. So, ich zeige euch jetzt noch die Schleife vom ersten Platz des Moorland-Championats und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.